Hi, Ten, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Big Wave TV. Ich will abnehmen, die Luna ist auch noch am Start. Hallo, ein kleines Snacki. So, meine lieben Freunde, wir kommen erst mal zu den Kommentaren, wie immer. Ja, wie sich das gehört. Da hat zum Beispiel geschrieben der Andy, weiter so. Ja. Danke dir, mein Guter. Und der Peter hat geschrieben, bin mega stolz. Super. Auch danke dafür. Und der erste Kommentar von Sani0102. Es ist krass, wie es schwankt. Meistens ist es Wasser, was sich irgendwo eingelagert hat. Das kann sein. Ich bin da auch, leider habe ich da keine Ahnung von, aber ich denke mal schon, dass es so sein wird. Danke dir auch dafür. Und wir haben nochmal von dir einen Kommentar, dass du mir empfehlst, die Umfänge zu messen. Das heißt, weil es ja auch auf der Waage nicht angezeigt werden kann, manchmal auch mehr. Deswegen mache ich mir zum Beispiel auch diese Messer, also diese Ablagerung, was Knochenfett tralala angeht. Deswegen sage ich das. Aber man kann es natürlich auch noch jede Woche mit diesem Band messen. Muss ich mal schauen. Das kriegt man auch noch hin. Ja, danke für die Information. Und wir haben noch einen Kommentar von der Steffi gehabt. Und sie hat geschrieben, Grüße an Kuss an die kleine Luna. So, machen wir als allererstes. Ja. Und ja, Luna sieht, ist ein Traumhund. Da hat sie vollkommen recht, die gute Steffi. Und sie sagt auch Respekt, du hast den Weg gefunden, das Gewicht zu reduzieren. Danke, danke, danke für eure Kommentare. Und wir hatten letzte Woche die alten Werte beim Wasser 45,1%. Diese Woche haben wir 44,8%. Das macht minus 0,3% beim Wasser aus. Beim Knochen 12,5, 12,5 plus minus 0. Beim Muskeln sieht sie folgt aus. Wir hatten 35,7% und jetzt haben wir leider 35,5%. Was da los ist, weiß ich auch nicht. Minus 0,2%. Ich kann es mir nicht erklären. Und meistens ist ja so, wenn Muskeln weggehen. So sieht es auch aus. 38,2% Fett, die alten Werte, und die neuen 38,6% Fett. Das heißt plus 0,4%. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Das müssen wir im Auge behalten. Ansonsten haben wir gehabt, letzte Woche Sonntag, 127,9 Kilogramm. Da haben wir uns mega gefreut. Und weißt du, toll, jetzt kommen wir gleich mal zum Montag, liebe Freunde. Und der sieht so aus. Hallo, meine lieben Freunde, heute zum Montag, zur 35. Woche. Und da haben wir 127,5 Kilogramm. Ja, es geht in die richtige Richtung, ne, Leute. Wir kommen mal zum Dienstag. Und der sieht... Hallo, liebe Leute, heute ein bisschen dunkler, heute zum Dienstag. Aber es sollte trotzdem funktionieren. So. Und da haben wir 129,2 Kilogramm. Das sind fast 2 Kilogramm mit Einschlag wieder drauf. Ich weiß nicht, also 1,8, um ganz genau zu sein. Da haben wir diese riesengroßen Schwankungen, wieder dieses eklige große Hin und Her. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir kommen mal direkt zum Mittwoch, liebe Freunde. Und der sieht so aus. Hallo, liebe Freunde, heute zum Mittwoch. Und da sind es glatt 128 Kilogramm, also wieder 1,2 Kilogramm weniger. Also ich weiß nicht, ja, ist zurzeit schwankt halt. Und weil es so bescheiden ist, kommen wir mal zum Donnerstag und der sieht so aus. Hallo meine lieben Leute, heute zum Donnerstag. So, mal das gute Stück anmachen. So.
Uhr geht. Tschüss. Und da sind es 129,6, wieder 1,6 Kilogramm mehr. Ich, wie gesagt, ja, komisch alles. Es ist halt so, wie es ist, wir können es nicht ändern. Warum es so ist, das bekommen wir auch noch raus, wie zum Beispiel mit dem Messen von Sanino 102, den Tipp, den können wir mit einwenden. Und ja, wir kommen mal direkt zum Freitag, liebe Freunde, und der sieht so aus. Hallo, liebe Leute, heute zum Freitag. Und da sind es 128,9 Kilogramm. Also ist es ziemlich gleich geblieben, 700 Gramm weniger. Und weil es so geil ist, weil es weniger geworden ist, kommen wir zum Samstag. Hallo meine lieben Freunde, heute zum Samstag. So. Will die natürlich wieder nicht. Tschüss. Und da sind es 128,6 Kilogramm, also wieder weniger. Es geht wieder in die richtige Richtung. Wir kommen mal zum Sonntag, liebe Freunde, und der sieht so aus. Hallo meine lieben Freunde, heute herzlich willkommen zum Sonntag. Mal schön das Licht an. So. Die Waage auch mal anmachen hier. Bis morgen, tschüss. Und da sind es 129,9. Wir schleifen gerade so an der 130er Grenze vorbei. Haben wieder 1,3 Kilogramm zugelegt. Von Sonntag auf Sonntag haben wir genau 2 Kilogramm zugelegt. Die Woche war total bescheiden. Mal schauen, was die nächste Woche bringt. Wir sind noch gerade so unter den 130. Aber zufrieden bin ich mit der Woche nicht, wie man sich vorstellen kann. Es heißt wieder Daumen drücken, dass es wieder vorangeht. Und ich danke weiterhin für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid echt super, seid so richtig genial dabei. Ich freue mich jedes Mal, auch eure Kommentare zu lesen. Und ja, das war's leider wieder für diese Woche. Diesmal ein bisschen schneller, meine Aufnahme ist nicht mehr so dolle volle. Meine Speicherkarte ist fast voll, deswegen muss ich ein bisschen Schnelldurchlauf machen. Das tut mir leid, aber es ist leider so, wie es ist. Ich muss das mal löschen. Aber nichtsdestotrotz, es war es leider für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gilt Daumen spreizen, nicht mit Likes geizen. Ihr dürft gerne die Kiste abonnieren, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, euch das gefallen hat, mit euren Freunden teilen. Ihr dürft auch gern die Glocke drücken, um neue Informationen zu bekommen, wann es denn weitergeht. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Hi-Ten, bis denn. Hier oben auch noch ein paar Videos durch, wie immer. Und die Luna, die sagt auch noch Tschüss, die ist nämlich immer noch hier. Die sagt auch wieder klingen. Jetzt hat sie geschimpft. Und deswegen. Dann bis nächste Woche Sonntag 15 Uhr, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen. Hi, Tain, bis denn. Und kommt gut durch die neue Wache. Tschüss. Tschüss.